Dann herzlich willkommen zur ungewöhnlichen Live-Session. Wir werden den Pavel nämlich interviewen und ihr lest es ja hier auf der Startfolie und so haben wir die Live-Session auch beworben. Wir haben die große Chance, über 25 Jahre Erfahrung in und mit Wissensmanagement hier ja anzuzapfen, wenn ich das mal so etwas flapsig formulieren darf. Also darauf freue ich mich schon sehr und das wäre auch schon der Einstieg in unser Interview, Pavel. Ich stelle dich gar nicht vor, weil ich denke, du erzählst vielleicht am besten selber, wer du bist, was du tust und vor allem auch, ne, Stichwort 25 Jahre vielleicht, wie bist du denn überhaupt in dieses Thema Wissensmanagement ja vielleicht auch hineingerutscht und was konkret tust du seit 25 Jahren in dem Thema? Ja, hallo miteinander, Grüße aus der Schweiz. Danke, Gabriele, für die Einführung. Ja, 25 Jahre, wenn man da zurückdenkt, das ist 1996. Und 1996 hatte ich eine ganz interessante erste Erfahrung mit Wissensmanagement. Ich habe damals bei Hoffmann La Roche gearbeitet in der globalen Marketingforschung. Dazu gehört auch Competitor Intelligence, also die legale Wirtschaftsspionage. Und dazu gibt es eine Fachorganisation, die SKIP, und die hat in Wien einen Kongress gemacht. Und dort hatte ich das erste Mal über Knowledge Management gehört von einem Professor aus Atlanta, von der Emory-Universität. Bin dann zurück zu meinem Chef, habe gesagt, das hat Zukunft, da müssen wir etwas machen. Und er hat gesagt, ich soll mich da weiterbilden. Und gleich kurze Zeit danach war die erste Wissensmanagement-Konferenz in der Schweiz, in St. Gallen, mit Professor Gomez und Professor Probst. Probst ist ja bekannt. Und an diesem Konferenz habe ich Herr Probst kennengelernt und wurde dann Mitglied der Geneva Knowledge Group. Und ich war 7 Jahre Mitglied in dieser Gruppe. Dort habe ich sozusagen die ersten Erfahrungen mit Wissensmanagement gemacht. Und dann, als Roche Böhringer Mannheim gekauft hat und von Nummer 25 auf dem Markt zu Nummer 1 wurde, und meine Marktforschungsabteilung wurde aufgelöst, habe ich die Chance gepackt und wurde dann vom CEO als der erste Knowledge Networking Officer von Roche Diagnostics. Und das ist, wie ich hineingekommen bin. Inhaltlich habe ich aber schon während der Marktforschungszeit festgestellt, wie schwierig es ist, das Wissen von dem Markt, von den Kunden in eine große, komplexe Organisation hineinzutragen, dort zu verankern. Und dadurch, schon vorher wurde ich sensibilisiert, grundsätzlich auf das Thema, das sich nachher in diesem Thema Knowledge Management kristallisiert hat. Und das ist eigentlich mein Einstieg gewesen. Was machst du denn heute? Du bist ja nicht mehr bei Hoffmann La Roche. Also was sind denn heute deine Projekte oder deine Tätigkeiten so in diesem Kontext Wissensmanagement? Ja, ich bin 2001 weg von Roche und habe dann für verschiedene Firmen gearbeitet, meistens schon in Healthcare. Und die Themen, die gekommen sind, haben alle mit Wissensmanagement zu tun. Ich habe als Kunden immer Abteilungsleiter gehabt, also Leute, die zwischen 20 und sagen wir mal ein paar hundert Leute leiten. Und auf dieser Ebene, allerdings in großen Organisationen, habe ich verschiedenste Projekte gemacht. Eins von den ersten war ganz klassisch ein Knowledge Transfer, eine Knowledge Sicherung von einem Spezialisten, der die Gruppe verlassen hat. Es hat sich dann aber ausgeweitet in alle Bereiche, also auch in Informationsorganisation, Zugang zu Informationen, nachher Verbesserung von Forschung und Entwicklungsprojekten. Und das habe ich eigentlich auch noch von Roche übernommen, weil meine erste Aufgabe bei Roche war noch in der Forschung und Entwicklung Projektmanagement durch Wissensmanagement zu verbessern.
Und das wurde auch später immer wieder von Kunden gefragt, was können wir in unseren Projekten verbessern, wie machen wir das und so weiter. Ja, ich hatte jetzt die Frage gleich anschließend daran, weil du ja von den Wissensmanagement-Projekten sprichst. Was ist denn für dich so ein typisches und was sind so die grundlegenden Säulen und Komponenten, die für dich dazugehören? Also grundsätzlich, ein solches Projekt ist immer zuerst eine Analyse. Was läuft vielleicht in der Abteilung noch nicht so optimal? Und dazu verwende ich ein Modell, das Modell von den vier Wissen, Information, Transferprozessen. Mit diesem Modell gehe ich in die Organisation, in ein Team hinein und mache zuerst Beobachtungen. Wie wird kommuniziert? Wie wird Wissen dokumentiert? Was macht man dann mit den Informationen? Und haben diese Informationen auch die Qualität, damit, wenn das jemand zum späteren Zeitpunkt konsumiert, diese Information, dass man wieder das Wissen schnell aufbauen kann. Da habe ich jetzt gerade jetzt diese vier Prozesse, Transferprozesse erwähnt. Und das ist der erste Schritt. Ich schaue also, wie ist der Reifegrad dieser vier Prozesse und was bedeutet es für ein Projekt? Also man muss dann schauen, wo läuft es vielleicht noch nicht so gut, welche dieser vier Prozesse müsste man optimieren, und dazu gibt es dann eine Menge Methoden, Tools und so weiter, die dann zur Anwendung kommen. Das ist für mich der erste Schritt von einem Wissensmanagement-Projekt. Was sind denn für dich so die typischen Stolpersteine und Herausforderungen, die dir dabei Kunden immer wieder begegnen oder in deinem jetzt bisherigen Wissensmanagement-Leben? Der größte Stolperstein ist, dass man nicht wirklich Wissen von Information unterscheidet. Das ist vielleicht auch ein wenig von der Historie von Wissensmanagement. In den 90er Jahren sind da viele große Beratungsfirmen und Softwarefirmen gekommen und haben den Leuten versprochen, Leute, kauft unsere Datenbank, kauft unser Portal, kauft unser Intranet und ihr macht ein perfektes Wissensmanagement. Diese falschen Versprechungen haben auch dazu geführt, erstens, dass bis heute meinen die meisten Leute, Wissensmanagement bedeutet, eine Wissensdatenbank zu haben oder eben ein Intranet. Das ist das eine. Das zweite, was passiert ist, diese Versprechen wurden nie eingelöst. Man hat dann festgestellt, das funktioniert nicht über eine Datenbank wirklich. Und das Spannende an der Geschichte war, am Anfang der 2000er Jahre war oft Wissensmanagement ein Kündigungsgrund. Also wenn man sich mit Wissensmanagement beschäftigt hat, weil die Führungsleute, die Manager, die wussten dann ganz genau, was Wissensmanagement ist, nämlich eine teure Datenbank, die nichts nützt. Und in dieser Zeit habe ich mich ja gerade selbstständig gemacht mit diesem Thema und hatte ganz lustige Erfahrungen mit meinen Kunden. Die haben gesagt, Pavel, wir müssen unbedingt ein Wissensmanagement-Projekt machen, aber wir dürfen das nicht so nennen. Wie sollen wir das denn nennen? Aber wir brauchen unbedingt, dass Wissen besser gemanagt wird. Also das ist so der klassische Stolperstein, einfach diese Trennung zwischen Wissen und Information, dass die nicht klar ist. Was sind denn die typischen Erwartungen, die jetzt zum Beispiel Auftraggeber haben, wenn sie wegen einem Wissensmanagement-Projekt an dich herantreten? Es gibt so zwei grundsätzliche Fälle. Der eine, der häufigste, das ist sicher über 3/4 der Fälle, dass irgendetwas in der Organisation nicht klappt, dass irgendwie etwas nicht funktioniert. Die Auftraggeber wissen dann sehr genau, was es ist, und sie erhoffen sich von mir durch Wissensmanagement-Methoden eine Linderung des Problems. In den anderen Fällen, das sind aber nicht so viele, läuft es etwas so, die Leute sagen, wir möchten grundsätzlich unsere Organisation verbessern, ob das jetzt Kommunikation, Zusammenarbeit, Projektmanagement ist, was auch immer. Dann sagen sie, wir wissen zwar nicht, was Wissensmanagement ist, aber wir glauben, von dort könnte
eine Linderung kommen, eine Verbesserung kommen. Und sie fragen mich dann um eine grundsätzliche Analyse, die dann zeigt, was es eigentlich sein könnte, was könnte man optimieren, und erwarten von mir, dass ich mit Wissensmanagement-Methodik ihnen helfe. Du hattest vorhin gesagt, Pavel, gerade am Anfang deiner Laufbahn, aber doch auch immer wieder, ist auch das Thema Projektmanagement und du sollst die Projekte effizienter, effektiver machen. Was sind da so vielleicht Ratschläge, die du geben kannst? Wie kann ich denn den Umgang mit Wissen in den Projekten verbessern? Ja, das ist spannend, dass du das fragst. Wir hatten nämlich gerade letzte oder vorletzte Woche ein Knowledge Management Roundtable zusammen mit der Schweizer-Französischen Gesellschaft für Projektmanagement, und wir haben da miteinander genau auch diese Frage erörtert. Also, was hier zuerst ist, im Projektmanagement kommt ja gerade auch alles zusammen. Es ist die Kommunikation, die Zusammenarbeit, das Kreative, um Probleme anzugehen, aber auch die Dokumentation von den ganzen Leuten kommen und gehen im Projektteam, also auch Wissenssicherung. All das ist in Projekten absolut zentral, und deswegen ist auch Wissensmanagement dort zentral und hat eigentlich die größte Hebelwirkung im Projektmanagement. Was macht man da? Also man kann sich alle Phasen im Projektmanagement ja anschauen und überlegen, welche von diesen Phasen eignen sich ganz besonders für eine Wissensmanagement-Intervention. Und wir haben ja noch in den 90er Jahren, als ich noch bei Roche angestellt war, eine Zusammenarbeit gehabt mit dem Martin Eppler von der Universität St. Gallen. Und Martin Eppler hat damals Workshop Designs entwickelt. Wir haben die zusammen dann appliziert. Und das sind dann Workshops, die ganz spezifisch nach Wissensmanagement-Prinzipien entwickelt worden sind und die geholfen haben, die Projekte zu verbessern und zu beschleunigen. Und ganz besonders fallen mir jetzt hier zwei ein. Ein Workshop-Design war für einen Projektstart, also Kickoff. Und das zweite ist Verbesserung von Kommunikation, Zusammenarbeit im Projekt, kombiniert noch mit Lessons Learned. Du bist ja Präsident des Swiss Knowledge Management Forums. Kannst du uns dazu sagen, erstmal, warum wurde das überhaupt gegründet? Was für einen Zweck hat das? Was kann man da zur Geschichte als die Hauptmeilensteine sagen, wie sich das entwickelt hat? Also, ich habe ja erwähnt, ich war Mitglied der Geneva Knowledge Group mit Professor Probst. Und ich habe mit Professor Probst damals eine Regel gemacht, dass wir nämlich in dieser Gruppe keine Berater möchten. Als ich aber selber ein Berater wurde, hat es mich natürlich automatisch aus der Gruppe rauskatapultiert. Ich habe aber die Zusammenarbeit und den Austausch in der Geneva Knowledge Group unheimlich geschätzt. Und als ich damals einen Vortrag hielt, sind Leute zu mir gekommen. Damals war das von der Credit Suisse. Und die haben gesagt, sie möchten eigentlich eine Wissensmanagement-Organisation gründen in der Schweiz. Und das ist eigentlich der erste Ansatzpunkt gewesen. Das ist eben im 2002 war das etwa. Und wir haben dann gesagt, wir möchten einen informellen Austausch zwischen Leuten, die sich für Wissensmanagement begeistern, wo sie daran arbeiten oder eben einfach nur interessiert sind. Und das wurde dann in einem ersten großen Meeting im 02 wurde das gegründet. Wir hatten damals etwa 200 Leute und begannen damals schon in Communities of Practice zu arbeiten, die sich um etwa, ich glaube, wir hatten 9 Communities und jede hatte ein anderes Thema. Und die Arbeit wurde aufgenommen und dann haben wir festgestellt, ja, eigentlich im Sinne von Vernetzung müssen wir all diese Arbeit in den Gruppen vernetzen, und das haben wir an Events gemacht, an einem Event
wo dann viele Leute zusätzlich noch zu den Community-Mitgliedern eingeladen worden sind. Und das ist so etwa die erste Phase vom SKMF. In dieser Phase lebte das SKMF von den Communities und von den gelegentlichen Events. Später, als die Arbeit in den Communities beendet war, zum Teil haben sie sich aufgelöst, haben wir festgestellt, es ist ein großes Interesse an verschiedensten Themen. Es war immer Knowledge Management plus, also zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, Knowledge Management und Projektmanagement oder Knowledge Management und Qualitätsmanagement. Wir hatten auch Knowledge Management und Innovation, Knowledge Management und Führung. Das sind Themen gewesen von Events, die wir gemacht haben. Dann kam aber das Krisenjahr 08 und im 08 hatte sich dann gezeigt, die Leute, vielleicht aus Jobsicherheitsgründen, können nicht mehr einen Tag für ein Event sich nehmen. Und dann haben wir begonnen, Roundtables zu machen. Wir haben dann Roundtables, Stammtische gemacht, so wie auch GFWM macht. Und wir haben die dann regionalisiert. Wir hatten immer, am Anfang war es in den Städten wie Basel, Zürich, Olten, Bern und Lausanne. Und über die Zeit hat sich das nachher eher verfestigt in Lausanne, Bern und Zürich. Und als dann Corona gekommen ist, haben wir das Ganze auf online reduziert und haben jetzt regelmäßig online Roundtables zu ganz verschiedensten Themen. Also das ist vielleicht von der Historie vom SKMF fürs Erste. Ihr habt ja auch ein Modell entwickelt und vorhin hast du verraten, ihr habt es jetzt sogar ganz aktuell weiterentwickelt. Ja, erzähl uns doch ein bisschen zu eurem Modell. Jawohl, dazu zeige ich vielleicht gerade auch dieses Modell, weil ich nicht sicher bin, ob da die meisten Zuhörer jetzt das kennen. Jetzt sollte das klar sein. Also dieses Modell baut auf dem Dachglossar auf. Ich nehme an, das Dachglossar, Wissensmanagement Glossar ist bekannt. Dort wird Wissen und Information ganz klar getrennt. Also wenn wir hier die Achse links anschauen, wir haben oben 100% Wissen im Kopf eines Menschen. Und wir haben hier unten 100% Information, kein Wissen im Kopf eines Menschen und dazwischen ist ein fließender Übergang. Also hier, diese Achse ist das Verhältnis. Und die andere Achse ist der Neubeitrag zum Erfolg. Entweder aktiv, wenn man miteinander spricht, Storytelling, Nudging, das sind solche Methoden. Aber hier sind wir in der Wissenssphäre. Und unten links sind wir eher passiv, das ist dann die Informationssphäre. Das ist vielleicht ganz grob zu den Achsen. Jetzt vielleicht ein wenig zu der Historie. Im Swiss Knowledge Management Forum haben wir uns immer jahrelang darüber unterhalten, wie machen wir klar, was Wissensmanagement eigentlich ist, womit es sich beschäftigt. Und dazu haben wir unterdessen drei verschiedene Modelle oder Folien entwickelt. Das ist jetzt dieses Modell, ist die letzte. Und es wird immer dafür gebraucht, wenn jemand kommt und sagt, er möchte sich mit Wissensmanagement beschäftigen oder er möchte ein Wissensmanagement-Projekt machen, dann müssen wir uns zuerst zusammensetzen und klären, ja, was ist damit eigentlich gemeint? Und dazu benutzen wir heute genau dieses Modell. Also, ich erkläre jetzt die drei Sphären. Wir beginnen hier rechts oben. Ich nehme an, ihr seht meinen Mauszeiger. Hier sind wir sozusagen rechts oben am Anfang vom Wissen. Das ist am Anfang relativ klein, wächst dann und irgendwann verschwindet es, weil wir Menschen sind, weil wir vergessen. Und darum ist die Sphäre in Form eines Blattes. Also wir haben hier oben eher so Intuition, wo einem vielleicht noch nicht ganz klar ist, wohin die Reise geht. Mit der Zeit aber wächst das Wissen. Man kann das beginnen, mit anderen Kollegen zu diskutieren,
man kann das verbessern und so weiter. Und irgendwie, wie gesagt, verschwindet es. Wenn wir aber schon sehen, was gemeint ist und wir machen uns vielleicht Notizen, betreten wir die Informationssphäre. Auch die ist am Anfang ganz klein, vielleicht eben so Kurznotizen, vielleicht kleine Fresszettel, sagen wir, in der Schweiz. Auch da wächst die Information, es wird verbessert, es gibt dann PowerPoint-Folien, es gibt Berichte, es gibt Präsentationen. Und irgendwann aber auch diese Informationssphäre kommt zu einem bestimmten Ende. Das ist nämlich dann, wenn die Information in einem Datengrab endet und man nichts mehr findet. Das ist sozusagen auch hier ein natürliches Ende unten links. Und beide Sphären sind eigentlich nicht das, was wir möchten. Was wir möchten, ist die Aktionssphäre. Also von Peter Senge kommt die Definition: Wissen ist die Befähigung zum effektiven Handeln. Und das Handeln oder die Aktionssphäre, ich ab und zu sage ich auch Handlungssphäre, ist das, wo wir eigentlich hin möchten. Wir möchten aktiv sein, wir möchten etwas bewegen, wir möchten Entscheide treffen. Und das ist die Aktionssphäre, die hier über diese zwei anderen Sphären liegt. Und dort tun wir uns ja meistens auch aufhalten, wenn wir uns verständlich mit anderen unterhalten, wenn wir gut dokumentieren und so weiter. Und ich habe jetzt auch hier diese Sternchen, also in dem oberen rechten Bereich, das ist so eher Schwerpunkt Wissensmanagement oder hier KM für Knowledge Management, und unten ist es Informationsmanagement, dort so in dem blauen Bereich bei dem blauen Stern. Also das ist einfach mal die Erklärung zum Drei-Sphären-Modell. Ja, das ist, finde ich, ein ganz spannendes Modell und auch von der Visualisierung her super anregend, gerade mit den Verläufen, die du jetzt auch geschildert hast, Pavel. Also wir würden das sehr gerne, wenn du einverstanden bist, auch in unser Kursbuch mit aufnehmen, das Modell. Ich bin gerade wieder aktuell in einem Lehrauftrag, wo wir über Modelle sprechen, und dann kommt natürlich von den Studierenden immer die Frage, was soll ich denn jetzt aber mit so einem Modell in meiner Praxis? Mhm. Gute Frage. Also rein praktisch, ihr seht, wir haben einfach so lose, so ungefähr, haben wir verschiedene Tools und Techniken, Methoden von Wissensmanagement entlang dieser Sphären aufgeschrieben. Oben, das, was rein vom Sprechen her, von Kommunikation her kommt, die mittleren sind alle so Moderationsmethoden für Workshops oder auch organisatorische Aspekte wie Communities of Practice. Und links unten sind es eben die IT-Aspekte und so weiter. Und was wir als erstes praktisch damit machen, ist reine Positionierung von Erwartungen. Also wenn jemand kommt und sagt, ich möchte ein Wissensmanagement-Projekt machen, dann zeigen wir dieses Modell und fragen dann, ja, was meint ihr jetzt genau? Braucht ihr eine Datenbank? Braucht ihr ein Portal oder eine Wiki? Oder möchtet ihr eure Zusammenarbeit in Workshops effektiver gestalten? Was möchtet ihr? Wo auf dem Modell habt ihr eure Vorstellungen, eure Erwartungen? Und dieses Modell erlaubt eine viel klarere Diskussion über die Erwartungen und Positionierungen. Das ist einmal der größte Vorteil von diesem Modell. Vielleicht kann ich gerade noch etwas anderes erläutern. Ihr seht, es gibt hier einen Punkt, diese Transkripte und Visualisierungen. Und der hat ja eine ganz besondere Stellung, der ich habe ihn auch hier unterlegt mit dieser Farbe, weil das ist das, wo die Arbeit, gerade die Wissensarbeit, an einem auch großen Stolperstein ist. Man möchte nämlich auch in Workshops vor allem miteinander diskutieren. Man möchte möglichst wenig agil, also alle agil dokumentieren. Aber irgendwann, wenn der Workshop fertig ist, muss eben Arbeit gemacht werden. Und diese Arbeit heißt
zum Beispiel ein Transkript machen aus den Audioaufzeichnungen oder Videoaufzeichnungen von dem Workshop, dass man die Ideen, die man entwickelt hat, gut visualisiert und auch in Bericht oder eben in PowerPoint macht. Und das ist sehr große Arbeit. Das ist eine ganz aufwendige Arbeit und meistens macht man das nicht. Man begnügt sich mit irgendwelchen Fotoprotokollen, mit gewissen Notizen von den Teilnehmern. Aber so nach 2-3 Wochen möchte man das wieder hervornehmen und dieses ganzheitliche Erlebnis, die ganze Emotion, die man hatte und das Verständnis, das man während eines Workshops aufgebaut hat, ist verpufft, ist nicht mehr da, weil einfach die Dokumentation schlecht ist. Und das ist oft der Grund, warum man dann sagt, ah, wir brauchen doch ein Wissensmanagement-Projekt, wir müssen das doch verbessern. Und das ist genau auch der große Problempunkt. Und dazu habe ich eine zweite Folie, weil wenn man nachher ein Wissensmanagement-Projekt macht, also ein klassisches, wo man dann irgendwie über eine Suchmaschine, über eine Wiki und über ein Portal spricht, wo sehr viele Wissensmanagement-Projekte am Schluss landen, erleidet man einen Schiffbruch, weil das Problem ist, dass man ja eigentlich mit Wissen nicht richtig umgeht und wie ich hier oben schreibe mit den Problemen, man sucht aber nicht die Verbesserung dort oben im Sphärenmodell, sondern man tut irgendetwas einführen, irgendeine IT-Lösung und die kann eben oben nicht helfen, weil es hat mit dem oberen Teil nichts zu tun. Und das ist dieses verhängnisvolle und teure Missverständnis, das immer noch in vielen Köpfen herumschwirrt. Und das Drei-Sphären-Modell hat es das erste Mal uns erlaubt, etwas, was wir schon seit 20 Jahren wissen, nämlich dass IT-Lösungen hier nicht wirklich die Erleichterung bringen, nicht die Lösung bringen. Wir haben das immer gewusst, wir konnten das aber nie visualisieren. Und das Drei-Sphären-Modell erlaubt es uns jetzt, das erste Mal das zu visualisieren, indem wir sagen, Leute, der obere Bereich, wenn ihr dort schlampig arbeitet, könnt ihr dort im unteren Bereich nichts mehr aufholen. Und das ist ja auch das, was ich da unten im richtigen Ansatz schreibe. Ich habe gleich noch eine Frage, was sich da direkt mit anschließt. Du hast ja die Transkripte und Visualisierung erlebt, damit man das Emotionale und das, was man als Vorstellung aus dem Workshop mitgekriegt hat, sich wieder daran erinnert. Wie ist da eigentlich deine Einstellung dazu? Sollte jetzt jeder selbst sich so eine Visualisierungstranskript machen oder jemand zentral für diesen Workshop? Weil mir geht es häufig so, dass ich mich dann bei dieser zentralen Aufzeichnung auch nicht wieder in meiner Gedankenwelt wiederfinde. Das ist also gerade auch diese Transkript, was zentral gemacht worden ist, mich nicht in dieses Gefühlswelt von damals wieder zurückholt. Wie geht man mit so einer Herausforderung um? Das ist wirklich eine Herausforderung. Es gibt hier keine leichte Antwort. Ich mache das so, dass ich bei Workshops alle Leute einbinde, dass alle Leute auch Kärtchen schreiben, dass alle Leute diese Kärtchen auch erläutern, bevor sie nachher, sagen wir mal, also auf dem Brown Paper Stellwänden gruppiert und strukturiert werden. Während dieser ganzen Zeit läuft natürlich die Kamera bzw. das Tonbandgerät. Und so kann man, wenn man die Zeit mitnotiert, kann man sich zum Beispiel in die Erläuterungen von einem Kollegen zurückversetzen im Video. Man sieht nachher auch, was ist daraus geworden. Und das sind dann die Möglichkeiten, das nachzuvollziehen, auch die Emotionen wieder zum Erleben zu bringen. Und in heutiger Zeit, wo jeder von uns eine super Videokamera in der Hosentasche herumträgt, ist das perfekt. Ja, wir haben alle technischen Möglichkeiten, wir müssen sie einfach nur nutzen. Sie hatten gesagt, dass die Kunden an Sie herantreten und sagen, sie haben Probleme in ihrem Projekt, das muss verbessert werden.
und Wissensmanagement könnte dabei helfen. Meine Frage ist, inwieweit die Erwartungen von den Kunden denn erfüllt wurden oder welchen Anteil das Wissensmanagement an der wirklichen Verbesserung leisten konnte. Ob da also Aufwand und Nutzen auch in finanzieller Hinsicht gerechtfertigt waren, im Nachhinein aus Kundensicht. Ja, also ich komme wieder zurück noch zu meiner Zeit bei Roche als Knowledge Networking Officer. Wir haben mit diesen Workshop-Designs, die wir praktisch in den Projekten, in laufenden Projekten eingesetzt haben, haben wir zum großen Teil Verbesserungen erlebt, und zwar zusammen mit Projektleitern, die 20 Jahre und mehr Erfahrung hatten. Diese Leute haben nachher ausgerechnet, wie viel zum Beispiel so ein Workshop von anderthalb Tagen, was es ausgelöst hat im Projektteam. Und der Klassiker, einer der Klassiker war, wir haben einen Workshop gemacht im Januar und das Budget war natürlich schon fertig für das nächste Jahr. Es ging um einen Meilenstein, der war in diesem Projekt auf den November einberaumt. Und der Workshop hat es ermöglicht, diesen Meilenstein in den Mai vorzuverlegen. Und die anderen Resultate, die wir hatten, die wurden nachher in ein Business Case hochgerechnet. Es wurde präsentiert dem Management und das ergab am Schluss eine Ersparnis von 50 Millionen Franken, würde jedes Team mit diesen Workshops arbeiten. 50 Millionen ist relativ eine schöne Zahl, finde ich. Die Erfahrung ist dementsprechend auch wirklich in mehreren Projekten in der Form vorgekommen. Also es konnte wirklich vielen Menschen durch das Wissensmanagement in den Projekten geholfen werden. Ist das die Aussage? Das ist genau die Aussage. Wir haben damals eine Matrix gehabt, um zu sehen, ich meine, damals waren wir wirklich am Anfang von Wissensmanagement und wir haben noch nicht wirklich gewusst, wo entwickelt Wissensmanagement die größte Hebelwirkung. Auch dazu haben wir zuerst eine Analyse gemacht. Wir hatten dann 4 Kandidaten für Projekte, wo wir uns einklinken hätten können. 2 wurden dann ausgewählt und diese 2 Projekte haben wir nachher über mehr als ein halbes Jahr begleitet mit x Ideen, Methoden, Tools. Und dass der Business Case wurde hochgerechnet aufgrund der praktischen Erfahrung der Projektleiter in diesen 2 Projekten. Vielen Dank. Die zweite Frage vielleicht im Anschluss, muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Ich schreibe momentan meine Abschlussarbeit an der Universität und betrachte dort auch das Wissensmanagement, und zwar auf dem Bereich Mensch, Organisation und Technik. Jetzt habe ich mir diese Grafik hier angesehen und habe zumindest 2 Bereiche da recht eindeutig identifizieren können, Mensch und Technik. Wo ist hier die organisatorische Regelung zu sehen in dieser Grafik, beziehungsweise was sehen Sie als Ausgangspunkt? Sind Mensch, Organisation und Technik hier gleichberechtigt oder gibt es den Mensch, der immer den Startpunkt darstellt und darauf dann alles andere aufbaut? Ja, ich zeige vielleicht noch eine andere Grafik. Also was Organisation anbelangt, hier gibt es natürlich auch noch einige Methoden oder Tools, die organisatorische Widerspiegelung haben. Das ist zentral sicher zuerst die Communities of Practice. Das ist ja eine organisatorische Angelegenheit. Nachher sicher auch Sachen wie Barcamps oder Working Out Loud oder Knowledge Cafés. Das sind ja alles, was organisatorisch unterstützt werden können. Und wenn wir heute in den modernen Organisationen schauen, spielt sich ja Agilität auch noch eine große Rolle. Und ich habe hier in dieser Grafik genau gezeigt, wo Agilität sich abspielt, nämlich möglichst nach dem agilen Manifesto, möglichst wenig Dokumentation, möglichst viel Aktion. Und das drückt dieser Pfeil aus da rechts oben. Also habe ich die Frage beantwortet, wo Organisation hier eine Rolle spielt? Ja, ja. Also ich habe jetzt auch noch eine Frage direkt
daran anschließend, wie hat sich denn dieses Wissensmanagement in Projekten, in Anforderungen, in dem Selbstverständnis über die ganzen Jahre verändert? Und was ist zum Beispiel immer stabil geblieben und wo gab es Veränderungen in welche Richtung? Projektmanagement wird ja durch die IPMA bzw. das PMI Knowledge Book unterstützt. Wenn wir heute IPMA Zertifizierung anschauen, IPMA läuft ja über 28 Kompetenzen, die man haben muss, um zertifiziert zu werden. Wenn man schaut, dann ist in keinen von diesen 28 Kompetenzen ist von Wissensmanagement die Rede. Also das kommt sozusagen noch nicht wirklich vor. Bei PMI ist es ein wenig anders. Dort ist es so, dass Knowledge Management kommt wirklich vor. Allerdings ist es vergraben. Auf der dritten Ebene finden wir dort das Lernen. Und das Knowledge Management ist dort noch weiter unterhalb von dem Lernen in der vierten Ebene versteckt. Also IPMA ist noch nirgendwo. PMI beginnt langsam das Knowledge Management zu verstehen, tut es aber noch nicht in der Wichtigkeit bewerten. Dort ist es wirklich noch ganz unten. Und jetzt das Wissensmanagement selber. Wie hat sich das verändert in deiner Wahrnehmung so im Laufe der Jahre? Haben sich da ja neue Schwerpunktsetzungen herausgefunden, bestimmte Überzeugungen als obsolet erwiesen, neue Überzeugungen entstanden? Genau, wie hat sich das Wissensmanagement in diesen 25 Jahren entwickelt aus deiner Sicht? Ja, also wir unterscheiden zwei Phasen und wir sind vielleicht jetzt langsam dabei, eine dritte Phase zu definieren. Aber in der ersten Phase, das sind die 90er Jahre und dort war das ganz klar, das war alles Software, IT-orientiert, informationslastig. Dann nach etwa 2003, wo das alles Gescheiterte überwunden worden ist, einigermaßen hat man festgestellt, Wissensmanagement ist eigentlich ein Organisationsentwicklungsthema. Es ist ein Thema, das menschenorientiert ist, das organisationsorientiert ist. Und dort hat sich nachher das entwickelt, dass man es vielgestaltig, viel mehr vernetzt anschaut. Wenn ich jetzt aber die letzten zwei Jahre anschaue, wo sehr viel online vom Homeoffice gegangen ist, ist es zum Teil Revival von all dem, das wir schon seit 20 Jahren sagen. Es ist in die breite Masse gegangen, aber die breite Masse hat jetzt auch festgestellt, die Leute leiden auch darunter, dass sie eben vereinzelt, zum Teil eben vereinsamt vor den Bildschirmen sitzen. Und die richtige Innovation kommt nicht wirklich vom Fleck. Und jetzt diskutieren wir gerade, wenn wir die Online-Welt wirklich gut integrieren, dass wir vielleicht Arbeiten neu gruppieren müssen. Dass wir sagen, es gibt Arbeiten, die lassen sich vom Homeoffice sogar noch besser erledigen als im Büro. Es gibt aber gerade Arbeiten auch in Richtung Kreativität, Innovation oder auch Verhandlungen, die man immer noch face-to-face machen muss, damit man auch die anderen entsprechend spürt und auch richtig motiviert ist. Und vielleicht ergibt das mit der Zeit eine dritte Phase vom Wissensmanagement. Das werden wir ja noch sehen. Ja, in die Richtung geht ja auch das aktuelle Dossier von der GFWM, wo du auch einen Beitrag geschrieben hast. Dirk hat es in den Chat verlinkt. Ne? Das ist sehr empfehlenswert, da mal reinzuschauen. Wissensmanagement, the new normal, da geht es auch um diese ja verändernden Arbeitsbedingungen, die sich ja für uns alle verändern und welche Rolle Wissensmanagement da spielen kann oder spielen sollte. Ja. Ich habe noch eine Frage, die mir recht am Herzen liegt, ist die, was sind deiner Erfahrung nach so die Hauptfehler in Organisationen beim Start ins Wissensmanagement? Also der Hauptfehler ist sicher, dass man sich nicht die Mühe macht zu schauen, was wurde bereits im Wissensmanagement geleistet.
Man sieht das zum Beispiel auch bei diesen neuen ISO-Normen. Ich habe wirklich das Gefühl, diese ISO-Normen, die wurden erstellt von Leuten, die haben von GFWM oder SKMF noch nie etwas gehört. Und dann genauso ist es auch in Organisationen. Also man nimmt das, den Begriff Wissensmanagement, ohne zu schauen, was wurde bis jetzt unter diesem Thema schon geleistet, gemacht. Also das ist sicher so das Erste. Das Zweite, wie schon gesagt, man unterscheidet nicht Wissen im Kopf von Informationen. Das ist ein absoluter Klassiker. Und deswegen ist auch da der Fokus fast immer auf irgendwelchen IT-Tools und nicht auf dem, wo Wissensmanagement eigentlich und wirklich die große Hebelwirkung hat, nämlich bei Kommunikation, Zusammenarbeit, Workshop-Designs und so weiter. Hast du so etwas wie eine Lieblingsmethode, ein Lieblingswerkzeug im Wissensmanagement? Das habe ich. Das ist interessant, dass du das fragst. Mein absolutes Lieblingswerkzeug ist Fishbowl. Ich habe mit dem Ulrich Schmidt einmal ein Fishbowl gemacht, ich glaube in Innsbruck an der Wissensmanagement-Konferenz. Und ich finde es immer noch eins von den besten Tools. Ich habe sogar Fishbowls gemacht in kleinen Meetings mit etwa, ich weiß nicht, 5 oder 6 Leuten. Also es ist hervorragendes Werkzeug, das man auch im kleinsten Bereich anwenden kann. Kannst du es vielleicht ganz kurz erläutern? Ich bin mir nicht sicher, ob alle in der Session wissen, was Fishbowl ist. Ja. In Fishbowl diskutiert man in 2 Kreisen, einem inneren und einem äußeren Kreis. In dem inneren Kreis sitzen wenige Leute, das können aber auch vielleicht nur 2 oder 3 sein. Und nur diese sind erlaubt zu sprechen. Und die beginnen ein Thema aufzurollen und beginnen das Thema zu diskutieren. Und wenn dann eine von diesen 3 sagt, so jetzt habe ich genügend beigetragen, dann steht diese Person auf, geht in den äußeren Kreis, der Stuhl ist frei und jemand vom äußeren Kreis kann dann reingehen in den inneren und kann seinen Beitrag leisten. Mhm. Und das ist die Methode. Wenn aber niemand aufstehen möchte im inneren Kreis, kann man die einfach an der Schulter berühren und nachher ist die Rede sofort aufstehen und Platz machen. Und das Schöne dabei ist, diese Methode befreit die Leute im äußeren Kreis von der Notwendigkeit, immer auf die nächste Sprachlücke zu achten, um hineinzuspringen, um zu zeigen, dass man da ist und dass man wichtig ist, sondern man kann nachdenken, man kann sich Notizen machen. Dadurch wird das Denken auch viel klarer und ausgeprägter. Und wenn man dann hineinkommt, um zu sprechen, hat man einen viel qualitativ einen viel besseren Beitrag, als man sonst hätte. So, Adam hat eine Frage. Stell sie bitte einfach selbst. Ich hatte ja schon geschrieben. Meine Frage ist, wenn man jetzt Kunden berät, eben in puncto Wissensmanagement, das sind ja oft auch ganz verschiedene Kontexte, Unternehmen, Abteilungs- oder Teamgrößen oder wie auch immer. Wann ergibt sich so eine gewisse Treffsicherheit, dass man mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, also wahrscheinlich lernt man immer was dazu und gibt immer mal so einen kleinen Spielraum, aber wann weiß man mit, ich sage jetzt mal, blauem Raum 90%, okay, die haben das und das Problem, da würde ich jetzt mal die Wissensmanagement-Methoden anwenden und dann wird das auch was und dann kann ich vielleicht sogar schon den Nutzen absehen. Und andersherum gefragt, gab es überhaupt Fälle oder war es schon von Anfang an, war diese Sicherheit da oder gab es überhaupt Fälle, bei denen die Maßnahmen, die man zuerst ergriffen hat, wenig bis gar nicht fruchtbar waren und erst in so einem zweiten oder gar einem dritten Anlauf, dass es dann tatsächlich mit anderen Methoden besser geklappt hat? Ja, also wenn ich jetzt wieder zurückschaue in meine erste Zeit als Chief Knowledge Officer, das war alles Versuch und Irrtum. Da war überhaupt keine Sicherheit. Auch mit dem Martin Eppler haben wir viel experimentiert und Sachen gemacht. Also das hat sich erst dann mit der Erfahrung eingestellt. Die Methoden und die verschiedenen Techniken, die sind aber grundsätzlich ja alle bekannt, sind die meistens schon bekannt und da gibt es bereits die Sicherheit.
Also gerade in der ganzen Community der Facilitator, der Moderatoren, ist vieles schon etabliert und seit langem bekannt. Also da gibt es bereits die Sicherheit. Aber einiges musste ich auch in der Zeit entwickeln, gerade wenn es darum ging, das Problem zu lösen, dass Personen auf zum Beispiel gemeinsamen Laufwerken, dass jeder bei jedem alles findet, ohne zu fragen. Da musste ich zuerst auch eine Informationsarchitektur entwickeln, war dann selber ganz erstaunt, dass das funktioniert. Und da gab es wirklich auch Zeiten, wo man einfach entwickeln musste. Eins von den besten, größten Wissensmanagement-Projekten überhaupt habe ich auch mit einem Kunden mitentwickelt, wo wir am Anfang sagten, wir wissen noch gar nicht, in welche Richtung es geht, aber wir entwickeln das jetzt gemeinsam. Das war auch ein super Projekt, auch innerhalb von Forschung war das. Da spielt ja auch, wenn ich kurz reingrätschen darf, Adam, da spielt ja auch die Frage der Wirksamkeitsmessung rein. Ne? Also wie merke ich denn, ob eine Maßnahme, die ergriffen wurde, wirksam ist oder nicht? Das ist ja ein Thema, was so mancher Wissensmanager scheut wie der Teufel das Weihwasser. Ja, wie misst du die Wirksamkeit dessen, was du da tust? Ja, das mache ich ganz, ganz einfach. Und zwar, ich nehme nur die KPIs, die die Organisation immer schon genommen hat, um das zu messen, was wir nachher versuchen zu verbessern. Also wenn ich jetzt wieder die Projekte nehme, Projekte wurden bei Roche immer gleich gemessen, nämlich nach Zeit, die ein Projekt braucht, nach den Kosten, nach dem Feature Creep und nach der Verfügbarkeit des Produktes nach dem Launch. Und das sind vier KPIs. Wir haben kein anderes Performance-Kriterium genommen und wir haben das alles gemessen, vor allem an den ersten beiden, nämlich Zeit, die es braucht und Kosten, die das Projekt hat. Und nur an diesen haben wir den Erfolg der Wissensmanagement-Interventionen gemessen. Hier gibt es auch viel Humbug. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, dass es so KPIs gab wie Zugriffe auf eine Datenbank oder so ähnliches. Ja, ich meine, das bringt auch einem überhaupt nichts, vor allem wenn dann Lernende einen kleinen Roboter programmieren, um die Zugriffe zu automatisieren und so. Gut, Adam, war deine Frage beantwortet oder hattest du noch Ergänzendes? Nö, genau. Vielen Dank für die Antwort und auch für die ergänzende Frage nach der Wirksamkeitsmessung, Gabriela. Ja, ich gucke gerade so auf die Uhr. Ich meine, die Zeit verfliegt. Das ist Wahnsinn. Wir haben die Stunde schon fast rum. Deshalb würde ich sagen, gibt es noch Fragen? Ihr habt jetzt noch die Gelegenheit. Ansonsten könnt ihr überlegen, während ich noch meine letzte Frage mal stelle. Das ist eine gefürchtete letzte Frage. Gefürchtet nicht, aber jetzt bietet sie sich natürlich auch an. Du, Pavel, was waren denn so deine größten Fehler, Misserfolge oder Enttäuschungen in deinem Wissensmanagement-Leben? Also die größten Enttäuschungen waren, dass wir, obwohl wir ein Projekt oder eine Projektphase höchst erfolgreich beendet haben, dass es dann nicht weiterging. Also ich habe das mehrmals erlebt, dass eine Reorganisation unser Wissensmanagement-Projekt beendet hat. Wir haben zum Teil hervorragende Resultate gehabt in einer ersten oder in einer zweiten Phase. Dann kam eine Reorganisation. Kein Stein blieb auf dem anderen in der Organisation und das Ganze wurde beendet. Also das waren die größten Frusts, die ich so hatte. Und das ist gar nicht so selten gewesen. Ja, genau, das kann ich auch nachvollziehen. Das passiert häufig. Ich kann sagen, ich spanne auch bei jedem Vorstandswechsel und hoffe, dass der neue Vorstand dieses Thema ähnlich gutiert und nicht denkt, er muss jetzt hier alle Themen neu besetzen, um deutlich zu machen, dass die Duftmarke sich verändert hat. Ja. Ja, und das ist, deswegen arbeite ich auch am liebsten auf der Abteilungsebene, weil die Abteilungsleiter, die haben etwas mehr im Griff und sind auch unabhängig von Reorganisationen. Und auch alle Erfolge, auch alle Tools, alle Maßnahmen, die wirklich gut waren, die zum Erfolg beigetragen haben, die habe ich immer auf der Abteilungsebene realisiert, auch bis heute.
Gibt es weitere Fragen, quasi dann die allerletzte Frage? Nach Dirks letzter Frage könnt ihr jetzt noch die allerletzte Frage stellen. Falls nicht, vielen Dank, Pavel. Ich fand das unglaublich anregend und inspirierend und viel auch, ne, Kopfnicken, ja, genau, aber auch viel, viel eben anregende Gedanken. Also ganz herzlichen Dank. Ja, und vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Vielen Dank, Gabriele. Vielen Dank, Dirk. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, es lohnt sich immer wieder, einfach zurückzuschauen. Mhm. Genau. Vielen Dank.